Kaum wurde die Ausstellung Jesus liebt hier in der Nürnberger Egidienkirche eröffnet, ist sie schon wieder geschlossen. Rosa von Braunheim ist nicht nur als schwuler Regisseur bekannt, sondern auch als Maler. Provokation war schon immer sein Markenzeichen. Deswegen war schon vor der Eröffnung klar, dass so mancher Besucher Probleme mit der Schau haben könnte. Mit diesen Ikonen und Engelsbildern und dann Maria, Josef und das Kind. Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Schon kurz nach der Eröffnung sah sich die Kirche mit einer lebhaften Diskussion, aber auch mit echten Hassbotschaften konfrontiert. Die Folge? Eine zumindest vorübergehende Schließung. Ob die Schau wieder eröffnet wird oder nicht, der Künstler selbst sieht sich am Ziel. An Gott sei Dank, ich habe ja keinen Koran verbrannt oder so und werde jetzt mit dem Tode bedroht. Aber so radikale Evangelikalen oder christliche Radikale haben ja schon viel Unglück hingerichtet, immer wieder. In einer schriftlichen Mitteilung erklärte die Kirchengemeinde, dass sie zunächst intern über die Wiedereröffnung beraten will.